ausschließen möchte, aber ich glaube es nicht. Okay. Glaubst du, dass die anderen drei zuschauen, beziehungsweise ob die das Interview schauen? Weil demnach musst du die Antwort der nächsten Frage anpassen. Ach so. Die lautet nämlich, mit wem machst du am liebsten Let's Plays, beziehungsweise wen magst du am liebsten aus der Truppe? Ja, da kann ich zum Glück einfach ganz ehrlich antworten und kann da gar keinen Liebling rauspicken. So. Also privat jetzt nicht, mag die alle wahnsinnig gerne, das ist wirklich aber tolle Leute. Und jetzt auch bei GameCube auch nicht. Aber es ist halt so, dass jede Konstellation tatsächlich sozusagen ihren eigenen Charme hat und auch anders ist. So. Das ist total witzig. Zuschauer kennen das schon. Das ergibt sich so automatisch. So mit Michi zum Beispiel ist es oft total abgedreht. So. Michi ist ja ein wahnsinnig witziger Typ. Muss man sagen, Ja, der das stimmt, bringt, ja. also das hat sich nicht nur in den Let's Plays so, das hat auch so, wenn wir halt zusammen sich in der Kantine sitzen oder uns abends treffen, er erzählt halt, wenn er was erzählt, ist es halt witzig, so, er kann halt super interessant Sachen erzählen, ist immer lustig, immer was zu lachen halt, und so starten sich halt auch die Let's Plays, aus meiner Sicht, wenn ich mit Michi spiele, ist halt irgendwie immer lustig, wir spielen auch oft abgedrehte Spiele, und es ist halt immer echt was zum Lachen, es macht riesig Spaß, so. Mit Christian dahingegen, das ist auch vom Typ her anders, so. Und die Spiele, die ich mit Christian spiele, sind oft so ein bisschen ernster. So. Wir spielen halt dann auch, dann weiß ich mal, Simulatoren. Und Stimmt, ja. bis auf ein paar Spiele, sowas, die halt total abgedreht sind, so Polizei, was halt Schrott ist, oder den Search and Simulator, der halt totaler Quatsch ist, spielen wir halt Simulatoren solche sehr ernst. So. Wir gucken uns das halt wirklich an und spielen halt den Bus-Simulator, was ein ernster Simulator ist und auch in seinem Genre ein gutes Spiel ist. Das ist halt nicht für jeden ein gutes Spiel, aber für die Leute, die halt Simulatoren mögen, ist das ein gutes Spiel. Und dann spielen wir es aber auch ernsthaft. Und dann gucken wir uns halt an, so wie funktioniert der Bus und wie mache ich die Türen auf und wie funktioniert dieses Ganze mit den Haltestellen und so. Ohne jetzt, wir haben natürlich trotzdem unseren Spaß, aber albern und halt nicht nur blöd rum oder machen uns super lustig über das Spiel, sondern spielen halt ernst. Und so ist es halt oft, wenn ich mit Christian spiele, ist es eine andere Atmosphäre, so, weil wir ein bisschen anders rangehen. Und wenn ich mit Daniel spiele, ist es wieder eine ganz andere Kiste, so. Und dadurch bleibt es aber auch so interessant, einmal für mich selber, weil es halt mit jemand anders ist, auch, glaube ich, für die Zuschauer, weil die Konstellationen auch wieder ganz anders sind. Und wenn jetzt dann der Christian mit Michi spielt, ist es wieder eine ganz andere Geschichte, weil wir alle vier sind halt total unterschiedliche Typen. Ja. Und dadurch entstehen halt diese verschiedenen Konstellationen, die ja alle für sich, finde ich, interessant sind. Und mir macht es halt mit jedem Spaß, der drei zu spielen. Ja. Obwohl man dann sagen muss, aber es ergibt sich halt automatisch dann so ein bisschen, welche Art von Spielen wir spielen. Also diese ganzen abgedrehten, irren Spiele, so Lollipop Chainsaw, wo du halt dann 20 Stunden Lachflash hast praktisch, spiele ich halt mit Michi so. Es ergibt sich automatisch. Und Ja. mancher Titel spielt halt eben mit Daniel oder so. Und das hat war schon nicht super. Also ich könnte auch jetzt nicht sagen, dass ich dann irgendjemand am liebsten spiele. Ja, ihr seid also quasi das perfekte Team, ein perfekt zusammengewürfeltes Team. So Ja, ziemlich. das kann man, also für mich fühlt es sich so an. Ja. Ja, auf jeden Fall. Könnte mir es nicht besser vorstellen. Wie würdest du denn euer Let's Playodrom beschreiben? Also damit ist wahrscheinlich euer Aufnahmeraum gemeint, oder? Ja, haben wir spaßeshalber so benannt. Ja, okay. Das fing halt an, dass wir natürlich dann irgendwie, wir hatten ja früher, wie gesagt, haben wir bei GameStar aufgenommen, wir haben ja für GameStar die Videos aufgenommen und Ja. danach saßen wir noch im Büro abends und haben dann da Let's Plays aufgenommen für den GameStar-Kanal. So, also es war ja irgendwann klar, wenn wir es jetzt selber machen wollen, können wir es erstmal nicht im Büro machen. Und zweitens wollen wir es auch gar nicht. So, wenn du halt gerade 8, 9 Stunden im Büro saßt, willst du halt nicht Ja. nochmal 2 Stunden im Büro sitzen. So, ist auch mal eine andere Atmosphäre, als wenn du halt zu Hause gemütlich sitzt, halt noch im Büro zu sitzen. So. Deswegen haben wir dann angefangen bei Michi, hat ein Computerzimmer praktisch. Er hat früher in einer Zweier-WG gewohnt und sein Freund ist irgendwann ausgezogen, weil er eine Freundin gefunden hat, mit der zusammengezogen ist. Und dann hat Michi aber praktisch die Wohnung für sich alleine behalten. Und das eine Zimmer ist in so ein Spielezimmer umgebaut, da stand ja der PC drin und so. Und dann haben wir da halt gesagt, ja gut, dann können wir doch den Raum nutzen, um da unsere Let's Plays aufzunehmen. Und dann haben wir uns einen kleinen Fernseher gekauft und eine Xbox extra für den Raum und so weiter. Und das dann unser Let's Playodrom hochtrabend genannt, war aber im Prinzip halt nur so ein Fernseher, der in der Ecke stand und alles total schlecht verkabelt und ständig ist auch Wackelkontakt und so und alles drunter und drüber. Es war so ein Graus, gerade in den ersten Monaten, bis wir uns mal organisiert haben, ganz, ganz schlimm. Und inzwischen haben wir es mal geschafft, so ein bisschen so Kabel vernünftig zu verlegen, dass da nicht mehr alles drunter und drüber liegt und so. Und da sitzen wir halt oft bei Michi und nehmen da auf. Obwohl manchmal, jetzt hat es gerade angefangen, Christian hat sich einen neuen PC gekauft, jetzt haben wir auch mal bei Christian schon ein paar Mal aufgenommen, wir haben auch schon mal bei mir aufgenommen, ein paar Mal im Wohnzimmer dann, so temporär halt einfach mal die Sachen alle dahingeschleppt und bei mir aufgenommen. Aber tatsächlich einen Großteil der Spiele nehmen wir bei Michi im Let's Playodrom auf. Ihr habt also quasi mehrere Let's Playodrome.
Ja, die anderen sind immer so behelfsmäßig oft gewesen. Okay. So, aber wir versuchen das so ein bisschen für mich ist es halt auch nicht immer ideal gewesen, muss man sich auch mal vorstellen. Auch wenn dann sich ich mit Christian aufnehme, sind wir halt immer zu Michi gegangen so und haben dann in seiner Wohnung rumgehangen und sein Bier weggetrunken. So. Und meistens ganz nett, aber ich denke mal, ab und zu hat er auch mal ganz froh, wenn er seine Ruhe hat und uns Nasen nicht immer da im Nebenraum sitzen hat. Und deswegen haben wir dann auch mal woanders aufgenommen. Ja. Und wir versuchen das so, das ein bisschen zu vereinfachen, dass wir halt dann irgendwie auch mal schneller woanders aufnehmen können. Okay. Zur nächsten Frage. Gibt es bezüglich GameTube große Pläne für die Zukunft? Ja, ganz klar ist ja die Weltherrschaft unser erklärtes Ziel. Darunter machen wir es auch nicht. Also sind wir auch gefühlt auf einem guten Weg. Und also zumindest erstmal im deutschsprachigen Raum dann hier klar sagen, wo es lang geht. Nee, aber mal im Ernst, so richtig haben wir uns, wir wollen halt unsere Let's Plays machen und wir wollen, dass das gut ankommt, auch weiterhin. Und wir wollen natürlich irgendwie so viele Leute wie möglich erreichen. So einfach, wir wollen halt, dass wo wir denken, so jeder, der vielleicht Let's Play oder GameTube interessant finden könnte, dass der uns zumindest mal kennt und dann selber entscheiden kann, so hey, die finde ich nett oder das sind irgendwie Arschgeigen, den höre ich nicht mehr zu. Also das ist unser Ziel einfach, dass wir halt weiter unseren Spaß haben und dass wir halt so viele Leute wie möglich damit begeistern können auch. Aber ihr habt euch jetzt kein spezielles Ziel gesteckt, irgendwie 500.000 oder 1 Million Abonnenten oder sowas in Richtung? Nö, das kann man auch schlecht planen. So. Man kann jetzt nicht sagen, das und das. Was soll man auch machen mit dem Ziel? Sagt man dann, hört auf oder so? Nö, wir wollen einfach, wir wollen unseren Spaß haben und möglichst viele Leute damit beglücken mit unseren Let's Plays. Okay. Ist denn irgendwie eine Art Website oder ein Forum in Planung? Nee, ehrlich gesagt nicht. Wir kommentieren eigentlich sehr viel auf YouTube, so unter den Videos, versuchen wir auf Fragen einzugehen, das ist natürlich nicht immer einfach bei vielen Videos und bei vielen Anfragen. Und vor allem nutzen wir noch stärker Facebook, einfach weil es irgendwie eine praktische Plattform zum Kommunizieren ist. So, wir können uns Leute Fragen stellen, schicken uns per persönliche Nachricht oder halt pinnen uns das irgendwie auf die Pinnwand, irgendwelche Fragen oder sprechen einfach mit uns so allgemein. Und das nutzen wir praktisch für den Austausch mit den Leuten. So eine Webseite ist ja auch kein Selbstzweck. Also es geht uns ja, wie auch bei den Let's Plays, um den Austausch mit den Leuten, so mit denen zusammen Spaß zu haben und das Feedback zu bekommen. Und dafür eignet sich Facebook im Moment sehr gut. Eine eigene Webseite wäre halt ziemlich viel Arbeit. Das darf man nicht unterschätzen. Ja, das stimmt. Und wir haben auch schon jetzt wahnsinnig viel Arbeit mit dem Kanal. Also das wächst uns auch schon teilweise über den Kopf. Und eine Webseite sehe ich im Moment nicht. Es wäre eine schöne Sache, ehrlich gesagt, aber das schaffen wir einfach nicht. Ja. Und das Schade ist, bei Facebook, ich kenne das von mir selber sogar, ich war bis vor anderthalb Jahren oder so selber nicht auf Facebook unterwegs. Jetzt nicht, dass ich das so, also ich war immer so leicht negativ eingestellt. Ich denke mal so, das ist ein bisschen Quatsch, was da passiert und so, muss dann schon aufpassen. Das ist auch eine Einstellung, die man beibehalten sollte. Man muss halt sehr bewusst sein, wie man Facebook nutzt und wie das vielleicht schiefgehen kann. Ja, genau, ja. Das sollte man schon im Auge behalten. Aber es ist jetzt per se keine schlechte Sache, so. Und gerade für jemand, für was wie GameTube, um halt mit einer größeren Community irgendwie in Kontakt zu bleiben, ist es eine wahnsinnig gute Sache. So. Also ich muss jetzt nicht meine Nacktbilder da hochladen oder, ständig reinschreiben, wo ich das ganze Wochenende bin mit Minutenangabe. Da sollte man halt schon so weit, sollte man da denken können, aber halt so als einfach, als wirklich eine soziale Plattform, um miteinander zu reden, um sich auszutauschen und Communities zu bilden, ist eine tolle Sache und dafür nutze ich das total gerne. Jo, das stimmt. Dafür ist Facebook wirklich geeignet. Ja. Jo. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Es wurde noch die Frage gestellt, ob ihr vielleicht irgendwann mal einen Livestream machen werdet. Wir wollen schon wahnsinnig lange Livestreams machen, also schon seit Monaten. Das ist ja auch immer so eine alte GameTube-Krankheit. Wirklich, wir wollen immer Sachen, wir wollen ja schon wahnsinnig viele Sachen machen. Wir wollen irgendwie so ein Multiplayer-Format machen und wir wollen was machen, wo wir uns mal filmen, weil wir da tolle Ideen haben und wir wollen Livestreams machen, wir wollen wahnsinnig viel machen und wir wollen so viel mehr, als wir können, inhaltlich, aber auch zeitlich, dass wir leider nicht dazu kommen. Und so ein Livestream gehört auf jeden Fall dazu, weil wir es eine tolle Sache finden, so irgendwie, weil der Draht halt nochmal viel, viel direkter ist. Es ist ja wie so ein, einfach so ein Dabeisein-Gefühl, das kennt man ja selber vom Sport oder so. Es hat einen Unterschied, ob ich eine Aufzeichnung angucke, auch wenn die vielleicht nur einen halben Tag alt ist oder wenn ich live dabei bin und zugucke. Ja, genau. Es hat ja trotzdem noch was anderes. Und das Gefühl ist ja schon cool und wir fänden es auch gut, um was live zu machen und zu wissen, da gucken jetzt gerade live Leute zu. So. Also die gucken jetzt nicht später, die sind jetzt gerade in dem Augenblick dabei und gucken jetzt in dieser Sekunde dabei zu. Das ist schon cool. Ja, ja. So, und ich denke, das wird schon noch kommen, aber wir wollen das schon lange und haben es bis jetzt noch nicht geschafft und ich glaube auch nicht, dass wir es in den nächsten 2 Tagen schaffen, aber hoffentlich kommt es irgendwann. Okay, ihr seid auch von dem Let's Player-Syndrom
befallen. Man hat etwas vor oder man hat super viel vor, aber ja, es scheitert. Man will ja in der so viel Zeit. machen, aber Genau. es kostet ja alles Zeit. Ja, es geht einfach nicht. Wäre so schön, So. wenn man den ganzen Tag Let's Plays machen könnte. Ja, gut, zumindest eine ne? Zeit lang. Vielleicht wird es einmal irgendwann auch Ja, über, wenn man das wollte ich macht. gerade sagen, ja. Aber so jetzt, wie es dann immer ist, man möchte immer das haben, was man nicht hat. So. Und jetzt Genau. ist halt so, ich habe einen normalen Job, bin halt 5 Tage die Woche, 8,5 Stunden auf Arbeit und mache das halt nachmittags, abends oder mal am Wochenende. Und denke mir so, hey, so geil, so den ganzen Tag mal so Let's Play machen, das wäre super. Im Moment wäre es halt toll. Wahrscheinlich wäre es mir dann auch irgendwann über, wenn ich dann den Job nicht mehr hätte, weil der eigentlich auch toll ist. Ja. So, die nächste Frage bezieht sich, glaube ich, auf das Silvester-Special. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und zwar, ob ihr jetzt ab sofort öfter mal etwas singt. Ja, von mir wird es bestimmt nicht geben, weil ich singe ganz grausam. Also ich belästige trotzdem ab und zu Leute damit, wenn wir zusammen Karaoke singen gehen oder so einen Rockbandabend machen oder auch mal zu Hause nerve ich meine Freundin damit, wenn ich bei Liedern, die ich mag, mitsinge. Also, aber ich weiß wenigstens, im Gegensatz zu Leuten, die irgendwie zu DSDS gehen, ich weiß, dass ich nicht singen kann, so. Du mach mir da nichts vor. Währenddessen solche Daniel ja hervorragend singen kann, er ist ja auch in einer Band. Und Michi auch das ganz vernünftig kann, also kann auch recht gut singen. Und gerade die beiden machen das dann schon ganz nett. Ich glaube nicht, dass jetzt da irgendwie, dass wir jetzt ständig irgendwelche Lieder aufnehmen werden, aber so mal als Gag wird das bestimmt öfter mal irgendwelchen Specials oder einfach mal so zwischendurch aus Spaß, wenn uns das gerade irgendwie in den Sinn kommt, sicher mal vorkommen, ja. Sehe ich schon. Ein Let's Aber eher Sing. wahrscheinlich von den beiden. Ja, okay. Ich singe dann so unauffällig mit, so. Wenn wir halt zu viert irgendwas singen, fällt das nicht so auf, dass ich halt da schief und daneben singe. Da gibt es vielleicht auch mal was, aber so. Ja, einfach nur die Mundbewegung mitmachen, so habe ich es So ein immer bisschen gemacht. unauffällig tun, ja. Ja. Wie würdest du denn deine drei Kollegen bei GameTube mit einem einzigen Wort beschreiben? Ja, verrückt. Sind alle verrückt. Wir sind alle verrückt. Die Leute an sich sind verrückt. Man merkt, dass wir sind alle so ein bisschen durchgeknallt. Und auch dieses GameTube-Projekt ist eigentlich auch verrückt. So, was wir an Zeit da reinstecken, ist Wahnsinn. Und das ist eigentlich verrückt. Und das kann man halt aber nur so ein bisschen mit Leidenschaft erklären, die wir halt dafür haben. Ne? Ein bisschen verrückte Leute einfach. Jo, gut. Was genau bedeutet GameTube denn für dich? Wahnsinnig viel. Das hätte ich vorher überhaupt nicht gedacht. Ich habe ja damals auch auf GameStar diese Let's Plays gemacht und hatte schon Spaß dabei. Und hat sich jetzt so entwickelt, dass wir GameTube gemacht haben und machen jetzt halt fast einem Jahr GameTube. Es wird jetzt Ende Februar wird es ein Jahr alt. Und es ist wirklich unglaublich wichtig geworden für mich. So, es ist einfach dieses Gefühl zu haben, in dieser Community zu interagieren und dieses ganze Feedback zu bekommen und da gemeinsam Spaß haben auch, aber auch mit den drei anderen was zusammenzumachen, das macht einfach Spaß, so mit ihnen, das verbindet uns drei wahnsinnig sehr, so weil wir dieses gemeinsame Projekt haben, wo wir uns regelmäßig damit beschäftigen und gleichzeitig halt mit den Leuten da draußen, mit den Zuschauern das gemeinsam machen und dadurch ist es irgendwie echt total wichtig geworden für mich und ich könnte mir im Moment nicht vorstellen, das aufzugeben. Also das wäre, wenn jemand sagen müsste, würde, du müsstest morgen mit GameTube aufhören, wäre das schlimm, wirklich schlimm für mich, weil ich das mir nicht vorstellen kann im Moment. So mein wichtigstes Hobby im Moment. Also bei mir ist es auch so, ich kann da super bei abschalten. Also das lenkt mich so ein bisschen ab von allem anderen, was irgendwie gerade passiert. Und ich mache auch gerne mal Let's Plays einfach nur, um abzuschalten von allem anderen. Ist das bei dir auch so? Abschalten. Also allgemein ist es so, dass ich beim Spielen gut abschalten kann, was ja auch für viele so ein Teil ist. Und man spielt oder guckt einen Film oder so und lässt sich halt darauf ein und konzentriert sich darauf und blendet erstmal andere Sachen aus. So. Und das ist beim Let's Play natürlich auch so. Aber das ist jetzt nicht unbedingt ein größerer Faktor, als wenn ich alleine spielen würde. Dass ich jetzt bei Okay. Let's Plays irgendwie mehr abschalte als beim selber Spielen. Okay, dann ist das bei dir ein bisschen anders als bei Dann mir, sind aber die ist ja. anderen Faktoren wichtiger, halt, das Ja. mit den Leuten zusammenzumachen und Ja. so. Ja, gut, ja, vom Prinzip her sind die bei mir auch wichtiger, aber ich kann beim Let's Play produzieren super abschalten. Naja, kommen wir mal zur nächsten Frage. Das ist ja auch schon die letzte allgemeine GameTube-Frage, auch wenn ich sagen muss, dass bei GameStar die Fragen auch nochmal ein bisschen mit GameTube zusammenhängen teilweise. Naja. So, was war denn deine. Dein lustigstes Erlebnis bei GameTube seit der Gründung. Mein lustigstes Erlebnis. Wahnsinnig schwierige Frage, keine Ahnung. Ja. Was war das lustigste Erlebnis? Also wir hatten natürlich während des Spielens total viel lustiger. Also bei den Spielen passieren immer absurde Situationen und
manchmal hängen die vom Spiel ab, manchmal davon, was irgendwie so in der Konversation so auftaucht, dass ja wahnsinnig abgefahrene Sachen passiert. Mit lustig tue ich mich da ein bisschen schwer, ehrlich gesagt. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas finde. Also von den lustigsten Spielen würde mir so einfach, weil ich so Lollipop Chainsaw war echt witzig, dann haben wir Happy Wheels gespielt, das ist ja so ein durchgeknalltes Ding, wo du dich gerade kaputt lachst. Ja. Und solche Geschichten. Was sonst am beeindruckendsten war, sag ich mal, ich würde einfach mal jetzt, ignoriere ich mal die Frage und antworte auf was ganz anderes. So lustig kann ich halt schlecht sagen, weil das hängt von ein bisschen von den Spielen ab. Aber jetzt hier, wir haben ja Slender gespielt, dieses Spiel. ja. Und das ist das Spiel, was mich tatsächlich dann so am nachhaltigsten beeindruckt hat und was mich dann tatsächlich verfolgt hat, zumindest eine Nacht, nachdem ich es gespielt habe, was mir sonst nicht so passiert. Wir haben jetzt Slender gespielt, damals die erste Folge und ich wusste überhaupt nicht, worauf ich mich einlasse. Haben es mit Daniel einfach mal probiert, weil wir halt gehört haben, das ist so ein gruseliges Horrorspiel. Haben 3 Folgen aufgenommen, so abends. Und ich habe tatsächlich in der Nacht danach irgendwie 1 Stunde geschlafen. So, ich habe halt Albträume gehabt, konnte nicht schlafen, bin halt schon so mit komischen Gefühlen U-Bahn gefahren. Und das habe ich halt vorher noch bei keinem Spiel gehabt, das also auch nicht beim Aufnehmen, aber auch in 20 Jahren vorher, oder weiß ich, oder 15, hatte ich noch nie, dass mich ein Spiel so mitgenommen hat. So. Also in dem Extrem, es gab manchmal so Ansätze davon, aber das hat, ich habe halt echt davon geträumt und das war nicht schön. Und das ist halt so ein Erlebnis, was da hängen geblieben ist, auf jeden Fall. Gut. alles klar, dann kommen wir auch direkt zur, oder was heißt direkt, dann kommen wir mal zur nächsten Kategorie und jetzt geht es eben allgemein um GameStar. Mhm. Wie und wann du dort gelandet bist, hast du ja schon erzählt, aber warum denn gerade bei GameStar? Ja, können wir, das hängt ein bisschen zusammen. Das ist, müsste inzwischen 4 Jahre her sein. Ich glaube, es sind 4 Jahre. Ist einfach allgemein. Ich habe mich ja ein bisschen für PC-Spiele oder Computerspiele im Allgemeinen interessiert. Und da kam ich halt auch im GameStar nicht rum, weil es natürlich in Deutschland die größte Webseite ist. Und habe da ein bisschen mitgelesen. Und dann durch Zufall auf der Webseite eine Anzeige gesehen, dass sie einen Praktikanten suchen. Und da habe ich mich beworben. Und bin nach München eingeladen worden. Ich habe damals noch in Bremen gewohnt, praktisch genau entgegengesetzt, andere Ende der Republik. Und bin aber eingeladen worden, bin dann hierher gefahren und habe mit dem Frank Meyer, der hier der Abteilungsleiter ist, ein Interview, ein Bewerbungsgespräch gehabt, was total gut lief, was einfach nett mit ihm war zu plaudern. Und hat mir damals eigentlich schon gesagt, dass sie zumindest damals noch eigentlich keine Leute von so weit weg eingeladen haben. So, weil halt wissen, München ist teuer und das Praktikum ist halt bezahlt. Ist auch kein Geheimnis, sind 400 Euro im Monat. Und das ist halt so ganz nett als für ein Praktikum mal. Aber für jemanden, der halt von außerhalb kommt, nach München kommt, dann hier vielleicht irgendwie eine Mietwohnung braucht und Essen braucht und so weiter, reicht das Geld halt nicht. Und deswegen haben sie eigentlich von alleine keine Leute eingeladen. Irgendwie fanden sie meine Bewerbung aber so gut, dass sie ja trotzdem gemacht haben. Und habe dann die Praktikumstelle tatsächlich bekommen. Und wie gesagt, das ging halt total schnell. Damals, als ich hier war, war dann schon Michael Obermeier und Daniel Veit waren schon im Team. Christian Schneider kam ein bisschen später, aber die beiden waren schon im Team und ich habe mich mit den Leuten hier auf Anhieb gut verstanden. Und dann war irgendwie für mich klar, ich will hierher. So, der Job macht Spaß, die Leute sind so nett, ich will hier einfach arbeiten. Und irgendwie basiert das halt so ein bisschen auf Gegenseitigkeit. So, die waren mit meiner Arbeit zufrieden und wir verstanden es persönlich auch gut, dass das dann so absehbar war. Ja gut, das müssen wir irgendwie zusammenbringen, so, wir schaffen das schon. Dann habe ich eine Weile noch als freier Mitarbeiter gearbeitet von zu Hause, weil es halt wirtschaftlich nicht so ideal lief. So, es ist halt das Problem, dass ja die Heftverkäufe seit Jahren zurückgehen und das online immer noch nicht hundertprozentig auffangen kann. Und da gab es halt so ein bisschen, musste man ein bisschen gucken, so, und da konnte man mich halt nicht fest einstellen. Aber wir wollten halt irgendwie diesen Kontakt beibehalten, deswegen habe ich als freier Mitarbeiter gearbeitet, habe von zu Hause halt News geschrieben für die Webseite oder auch mal Artikel geschrieben, ein Spiel getestet oder sowas und dadurch den Kontakt behalten. Und dann hat sich dann halt dann vor 2 Jahren ergeben, dass es dann zu einer festen Anstellung wurde. Und so bin ich halt bei GameStar gelandet dann. Ja, okay, alles klar. Die nächste Frage fiel im Zusammenhang mit GameTube.
Allerdings müsste sie sich eher an GameStar richten. Ja. Die Frage ist, kann man bei euch ein Praktikum machen? Und wie sind die Voraussetzungen Das ist dafür? total witzig, dass wir ja öfter gefragt werden, inzwischen bei GameTuber, also auf der Ah, Facebook-Seite, so, okay. hey, kann ich bei euch ein Praktikum machen? Und dann denkst du auch so, ja, wir sind so vier Hanseln, die halt abends um 8 halt noch ein bisschen spielen, so, was machen wir mit dem Praktikanten? Putzt der dann tagsüber unser Auto und abends hält er unsere Gamepads oder so? Das ist natürlich Quatsch, also bei GameTube ist natürlich kein Praktikum. Bei GameStar gibt es natürlich Praktika und auch recht viele, weil es ist ein großer Verlag, so, man darf das nicht vergessen, es gibt nicht der GameStar, es ist GamePro, es sind aber auch andere, wir machen das offizielle Sims-Magazin im Haus, hat eine andere Abteilung, dann gibt's, wir machen andere Computerzeitschriften, das ist PC Welt und so, das ist der IDG Verlag, ist halt ein großer Verlag, so, wo wir zugehören. Und im ganzen Haus gibt es verschiedene Praktika, um das halt mal kennenzulernen. Und wenn man jetzt sich mal auf den GameStar-Bereich alleine beschränkt, gibt es aber auch da verschiedene, es gibt tatsächlich eine Heftredaktion, ja, die Hefte machen, da kann man ein Praktikum machen, da lernt man halt, wie man Artikel schreibt, wie schreibt man einen Test und so weiter. Dann gibt es die Medienproduktion, die, was ich hier mache, die richtigen GameStar-Videos, die Testvideos halt, da müssen halt, das muss geschnitten werden, da müssen halt irgendwelche Assets rein und Blenden und solche Geschichten. Da lernt man das, oder wie auch Kameras, wir nehmen ja auch andere Videos auf, die Redaktion oder andere Videos, wo man die Leute sieht. So, dann lernt man in der Medienproduktion, wie arbeitet man mit der Kamera, wie schneidet man das, wie nimmt man Sachen auf. Dann gibt es das Content Management, wo wir jetzt arbeiten, die kümmern sich um die Webseite. Die machen die News und die kümmern sich um die Artikel auf der Webseite und solche Geschichten. Und dann gibt es auch das Layout. Die machen halt das Heft, nicht die Inhalte, aber die machen das Heft halt schön, sodass die Bilder gut aussehen, die Texte gut aussehen, wie ist das angeordnet, also die Geschichten. In all diesen Abteilungen gibt es Praktika bei uns. Und ein Praktikum geht bei uns 6 Monate, ist bezahlt, normalerweise mit 400 Euro im Monat. Und die gehen halt meistens jetzt von April bis Oktober zum Beispiel, 6 Monate. Und es ist halt dann praktisch, kann man alle 6 Monate bieten wir einen neuen Praktikumsplatz an. Man kann sich also, eigentlich kann man sich jederzeit bewerben und sagen so, hey, wann ist denn wieder, ich interessiere mich für den Bereich und wann ist wieder ein Praktikumsplatz frei? So rein Initiativbewerbung sozusagen von sich aus. Ansonsten, sobald halt eine Praktikumsstelle frei wird, sagen wir mal so 2, 3 Monate vorher auf der Webseite Bescheid und schreiben halt aus so, hey, im Oktober wird wieder in der Medienproduktion was frei oder im Content Management oder im Heft. Und schreiben das halt aus. Also wenn man sich wirklich für ein Praktikum interessiert, sollte man sich einmal vorüberlegen, was möchte ich wirklich machen? Möchte ich halt Videos erstellen? Möchte ich Texte schreiben? Möchte ich mich um eine Webseite kümmern? Solche Sachen. Und entweder bewirbt man sich halt von alleine einfach bei uns. Die Adresse ist relativ leicht zu finden. Muss einfach mal auf gamestar.de gehen, Impressum zum Beispiel oder ins Heft gucken. Oder man wartet halt einfach darauf, dass wir eine Ausschreibung machen auf unserer Webseite. Gut, alles klar. Ja, dann war es ja tatsächlich so, dass diese Frage auf GameTube bezogen war. Aber das kam mir ein bisschen komisch vor. Ja, das ist natürlich eher bei Gänse zu suchen. Nochmal, Ja, aber noch ein klar. anderer Punkt, der mir persönlich wichtig ist. Wir schreiben halt, wie gesagt, diese Stellen regelmäßig aus, dass Praktika gesucht werden. Und dann ist auch eh nicht, man muss da wahrscheinlich ein bisschen damit leben. Das ist halt das Internet. Es wird immer gern gehatet und geschimpft. Das ist halt ähnlich wie diese Gate-Diskussion bei Let's Plays und auch bei Praktika wird immer total viel geschimpft. So, ach, ihr sucht schon wieder einen Praktikanten. Wolfo kann ja die richtigen Leute mehr bezahlen und nutzt halt die Leute aus und so braucht jemand zum Kaffee kochen und so. Und ist natürlich, ich kann es halt sagen, weil ich selber Praktikant war. Ich kann es sagen, weil ich jeden Tag die Praktikanten sehe hier. Ist halt Quatsch. So. Ja. Also es ist halt, man muss sich überlegen, was will man? Ein Praktikum ist kein Job, ist richtig. Es ist halt eine Möglichkeit zu lernen und in eine Branche reinzuschnuppern und für einen hauptsächlich einmal für einen selber festzustellen, ist dieser Beruf was für mich? Da ist natürlich ein Praktikum perfekt. So, man kann halt mal reingucken, wirklich den Arbeitsalltag erleben, ein halbes Jahr lang und danach sehen, ob es was ist. Und für uns ist es eine Möglichkeit, Leute kennenzulernen. So, vielleicht interessiert sich jemand für Spiele, so, man weiß ja nicht, kann nicht immer einfach nur idealerweise einfach Leute einstellen, die perfekt zum Team passen. Und das dauert halt manchmal, muss die kennenlernen, passt der Job, passt die Person und so weiter. Und wenn es halt passt, die Person mag den Beruf und wir mögen die Person, dann sehen wir es alle. Ganz, ganz viele sind über ein Praktikum gekommen hier. Ich bin über das Praktikum gekommen, Michael Obermeier ist über Praktikum gekommen, Christian Schneider ist darüber gekommen, Fabian Siegesmund beim Heft ist über ein Praktikum gekommen. Also es ist wirklich ein ernst gemeintes Angebot von uns. Guckt euch diesen Job an. Schaut euch, wie euch gefällt und schaut, wie wir vielleicht zusammenarbeiten können. Und wenn es passt, findet man schon irgendwas, wie man zusammenarbeitet. Ob es irgendwann mal eine feste Stelle ist, eine freie Mitarbeiter oder was auch immer, ergibt sich dann irgendwie. Okay,
Alles klar. Eben hatten wir schon die Frage, der lustigste Moment. Die nächste Frage ist, was war der verrückteste Moment beziehungsweise das verrückteste Erlebnis bei GameStar und bei GameTube? Ach, wahrscheinlich hängt das mit meinem schlechten Gedächtnis zusammen. Ich tue mich mal so schwer mit solchen Sachen. Was war denn der verrückteste Moment bei GameStar? Verrückt, verrückt. Was waren denn wichtige Momente? Sagen wir es mal so, dass man verrückt war. Damals, als ich meinen ersten Test geschrieben habe, zum Beispiel bei GameStar, also als Praktikant, habe ich für Gears of War damals den Test geschrieben, für die PC-Version, für GameStar, für die Webseite. Und das war schon so was Besonderes, so dein erster Test, den du halt über ein Spiel schreibst. So, du wirst dann praktisch, hast du eine Verantwortung. So, du musst das Spiel richtig spielen, du musst dich damit auseinandersetzen, du musst den Leuten gut erklären, aber auch interessant erklären, was dieses Spiel ist. Und halt aber auch irgendwie das Spiel gut verstehen und auch gut rüberbringen und dann auch wieder fair beurteilen. Das ist eine ganz schön schwere Aufgabe und das ist ein besonderes Erlebnis gewesen auf jeden Fall. So. Und dann einfach diese ganze, wie es sich entwickelt hatte, dann irgendwann, als es klar war, dass ich dann wirklich hier fest im Büro arbeiten kann, das ist halt wirklich, es war halt ganz halt so geplant, aber wenn es halt irgendwann der Tag da ist, ist es halt toll. Ja. Und wie sich es einfach so mit YouTube entwickelt hat. Wie gesagt, früher habe ich ja Content Management gemacht, die Webseiten betreut, inzwischen betreue ich ja das YouTube-Netzwerk. Und das ist einfach eine tolle Sache. Es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Es ist total viel Arbeit, aber das macht mir auch Spaß und das ist einfach eine tolle Entwicklung, die sich zwei GameStar so getan hat. Jo, hast ja gerade schon vom Büro erzählt. Wie sieht denn ein typischer Tag bei euch im Büro aus? Typischer Tag ist, dass wir so 9:30 bis 10:00, so in dem Dreh kommen wir rein, so 9:30 meistens komme ich halt ins Büro und schmeiß mir erstmal den Rechner an halt. Nutzt dann die Zeit, während der hochfährt, einfach mal kurz den Kollegen Hallo zu sagen. Und so die ersten paar Minuten hat so ein bisschen Quatsch und so. Was hat man da überhaupt gemacht? Also entweder hat man sich eh gerade gesehen, weil man gestern Abend zusammen das Play aufgenommen hat. Aber oder sonst halt einfach so, oder auch zu fragen, man weiß natürlich dann, was ich, dann haben gerade gestern Christian und Michi haben, weiß ich nicht, Slender das Neue gespielt oder so, oder Dead Space weitergespielt, so wie war das denn? Hat das euch Spaß gemacht? Gab es irgendwie Probleme? Dann quatscht man, das ist irgendwie auch mal ein Thema für uns. Und einfach so diese normalen Gespräche, die man kennt, wenn man sich halt mit Freunden trifft, das ist halt das Schöne so im Büro. Ihr sitzt mit Michael Obermeier im Büro und einem Trainee. Und drüben, direkt im Nebenanbüro, sitzen dann Daniel und Christian. Und wir sind ja eh befreundet. Das ist halt einfach so, wie wenn man sich trifft mit Freunden. So. Man quatscht halt so ein bisschen darüber. Und dann fängt er natürlich die Arbeit an und hat halt dann Arbeit und quatscht halt, aber währenddessen natürlich mal über die Arbeit, mal ein bisschen privat, so wie es bei sich hin. Und so vergeht halt der Tag, während da halt wahnsinnig viel zu tun ist. Ja. Bei den anderen ist es vielleicht noch ein bisschen abwechslungsreicher, manchmal, weil sie unterschiedliche Aufgaben haben, das auch ein bisschen aufteilen. Einer schreibt dann über sich mehr News und einer kümmert sich eher vielleicht darum, sind die Videos schon fertig, die heute online gehen müssen, das Testvideo zu Spiel XY, muss dann nochmal mit dem Redakteur reden, der damit beschäftigt ist und gucken, wie weit ist das Video, muss dann noch was getan werden oder mit einem Publisher telefonieren und sowas, gehört alles, so alles kleine Bausteine. Mit dem reden, wann können wir uns das Spiel angucken oder so oder eine Einladung und solche Geschichten. Das gehört alles mit dazu. Und während bei mir eher das YouTube-Netzwerk ja im Vordergrund steht, ich beschäftige mich dann, mache morgens mein Skype an, habe dann Fragen von Leuten per Skype oder per E-Mail, spreche mit Leuten so, die haben Fragen zu ihrem Kanal, haben Fragen zu Spielen, haben Fragen zu YouTube. Oder ich gucke nach neuen Partnern vielleicht, die sich entweder bei uns melden über unser Formular oder gucke halt selber, wer wir gut ins GameStar-Netzwerk passen und beschäftige mich halt damit. Also du schreibst du auch noch News oder sowas? Mein Titel ist auch YouTube Network Manager und ich mache inzwischen nur noch YouTube. Okay. Kümmere mich halt um den GameStar-Kanal, obwohl das auch ein bisschen weniger wird, weil das mal mehr die Kollegen übernehmen, was halt für Videos auf dem GameStar-Kanal online gehen und wann die online gehen und so weiter und lade die halt hoch. Aber das wird immer weniger und immer mehr Zeit oder fast ausschließlich meine Zeit inzwischen geht auf das YouTube-Netzwerk. Die Betreuung der Partner, dass ich halt mit denen rede, wenn die Fragen haben. Okay. Gut, dann kam die Frage, die bezieht sich dann auch nochmal ein bisschen auf GameTube, und zwar, könntet ihr mal ein Let's Play zusammen mit Michael Graf machen? Könnte ich mir sogar sehr gut vorstellen. Müsste ich mal schauen. Und Michael Graf ist ja vor allem im Bereich Rollenspiele und Strategiespiele unterwegs. Und ein Genre, was jetzt also zumindest die Strategiespiele total unterrepräsentiert ist auf GameStar, was aber auch nicht so einfach zu Let's Playen ist. Könnte ich mir total gut vorstellen, er hat jetzt mal solche Dota gern gespielt, mal Runde Dota zu spielen oder vielleicht Total War, ich liebe Total War Spiele, könnte ich mir auch mal vorstellen, mit ihm sowas zusammen zu spielen. Man muss sich klar machen, aber also als Gast könnte das mal funktionieren,
aber wahrscheinlich auch da nicht für ein ganzes Let's Play. So, ich, da müsste mich natürlich, frage ich mich noch nie gefragt, ehrlich gesagt, so, ob er Interesse hat. Ich könnte mir vorstellen, dass er Interesse hat. Aber er ist der stellvertretende Chefredakteur oder Mitglied der Chefredaktion, so rum. Ich weiß nicht genau, ob der Titel ist, nicht, dass ich etwas Falsches sage. Ich glaube, er ist aber also er hat, im Heft steht Mitglied der Chefredaktion. Ja, genau. Und er hat wahnsinnig viel zu tun, ich sehe das ja. Also, das ist kein Witz, sowas, Chefredakteur zu sein. Das ist wirklich viel, viel, viel Arbeit. Und der Mann macht wirklich viele Überstunden und ihn dann hat er trotzdem ja noch Privatleben und Freundin und was ich nicht, Familie und sonst was. Dann noch Let's Plays, ist ja, wie gesagt, du weißt es selber, ein großer Zeitaufwand. Ja. Und gerade so Strategiespiele gehen ja auch gerade mal schnell längere Zeit, ist ja nicht wie so ein Actionspiel, was man nicht nach 8 Stunden vorbei ist. Ja, Rollenspiele erst recht, ja. Genau, das, also, ich glaube nicht, dass man mit ihm so ein ganzes Let's Play machen kann, weil es einfach zeitlich bei ihm nicht passt. So, ich könnte mir gut vorstellen, dass er mal als Gast dabei ist. Und das würde mich auch freuen, persönlich. Muss ich ihn mal fragen. Gut, dann mach das mal. Vielleicht ist er bei einer Runde Dota dabei. Wäre cool, ja. Ja, so. Eine letzte Frage noch. Was würdest du denn machen? Also eine letzte Frage jetzt hier in diesem Bereich. Wir haben noch ein paar mehr. was würdest du denn machen, wenn du diesen Beruf nicht hättest? Also abgesehen von dem Beruf hier bei GameStar. Ja. Ja, also würde ich den ganzen Tag Let's Plays machen. Finde ich super. Wahrscheinlich wäre ich unter GameStar zu den Let's Plays nie gekommen. Das ist natürlich eine andere Sache. Ich habe Informatik studiert und habe das ja in einem Urlaubssemester hier das Praktikum gemacht. Wahrscheinlich hätte ich mich in dem Bereich weiter orientiert. Ich fand den ja auch recht spannend. Mir macht das auch Spaß gemacht. Programmieren hat mir Spaß gemacht und diese ganze Logikgeschichte und Probleme lösen, praktisch, was ja so Teil der Informatik ist, das hat mir total viel Spaß gemacht und ich hätte mir gut vorstellen können, wenn das mit GameStar jetzt so überhaupt nicht auf dem Schirm gewesen wäre, dass ich mich da in dem Bereich wahrscheinlich entwickelt hätte. Okay. Gut. Damit sind wir dann auch schon bei den Fragen zu deiner Privatperson angelangt. Ich kombiniere jetzt mal gerade schnell zwei Fragen. Wie alt und wie groß bist du denn? Das ist immer witzig, dass ich total nachdenken muss, wie alt ich bin. Das ist immer eigentlich total albern. Ich bin 31 Jahre alt und werde dieses Jahr 32 und bin 1,83 groß. Und damit, das ist ja nicht wahnsinnig klein, ne? 1,83 ist so eine okaye Größe, so. Ja. Das ist auch vielleicht sogar leicht überdurchschnittlich. Aber bei GameTube bin ich ja der Kleinste. Wenn ich da mal neben Christian und Daniel und Michi stehe, bin ich halt immer der Kleinste. Das ist ja ganz ungewohnt. Die sind ja, weiß ich nicht, Daniel ist ja bestimmt 1,93 oder 1,92 oder so. Und Christian ungefähr genauso groß und Michi vielleicht ein bisschen kleiner, so knapp da Ende 1,80 oder so. Und bin ich aber der Kleinste, so 1,83. Okay. Dafür bin ich fast der Älteste mit meinen 31 Jahren. Ja, ich wusste nur, dass Christian so groß ist, weil das kam in den Videos immer rüber, in den Rückblicken. Ja, Daniel ist auch so groß, ja. Ja, okay. Das, und Michi hat ein bisschen größer als ich. Okay. Ja. Gut, die nächste Frage. Hast du asiatische Wurzeln und sprichst du die jeweilige Sprache? Ja, mein Vater ist Vietnamese. Also das ist auch mein Nachname, Martin Lee, ist ja L.E. Ja. Das ist ein vietnamesischer Nachname. Und ist ja wahnsinnig kurz, weil wird auch mal 10-mal nachgefragt, wenn man irgendwo seinen Nachnamen sagt, ja, wie jetzt, wie wird das geschrieben? Dann sagst du L.E. Ja, und dann, ja, das war's, wie, das war's. Muss man da jedes Mal erklären, ist ganz witzig. Und ich bin auch ganz froh inzwischen, dass sich Computersysteme weiterentwickelt haben, weil früher gab es tatsächlich viele Computersysteme, wo dann gesagt wurde, der Nachname ist ungültig, weil er halt ihnen zu kurz ist. Und dann braucht er mindestens 3 Zeichen, das kam ja überhaupt nicht mit klar. Das hat L.E. eingegeben. Bei der Krankenkasse, ja, und haben mich halt nicht gefunden, weil mein Nachname zu kurz war. Sehr witzige Sache, ja. Aber inzwischen hat sich das auch durchgesetzt, also es kommt auch mit meinen kurzen Nachnamen klar, kommt aus Vietnam. Leider spreche ich kein Vietnamesisch. Mein Vater ist halt nach Deutschland gekommen, schon vor langer Zeit, hat in Deutschland studiert und dort meine Mutter kennengelernt und haben ja in Deutschland gelebt und der spricht halt perfekt Deutsch, also wenn man es nicht weiß, oder auch wenn man es weiß, man hört es nicht. Er spricht wirklich akzentfrei und perfekt Deutsch. Und wir haben auch zu Hause nur Deutsch gesprochen. Tut mir jetzt im Nachhinein halt total leid, weil ich bin halt einmal gerne in Asien und auch in Vietnam unterwegs, öfter im Urlaub. Hab da natürlich auch Familie, hab da natürlich meine Großeltern, die Eltern von meinem Vater und seine Schwester, also meine Tante und also die ganze Familie väterlicherseits, die halbe Familie lebt ja halt in Vietnam. Und die sprechen zum Glück zum größten Teil sehr gut Englisch, also ich kann mich gut mit denen unterhalten und ist auch schön. Was wäre natürlich auch schön, wenn ich Vietnamesisch könnte.
Und das habe ich halt leider nie gelernt, weil wir zu Hause in Deutsch gesprochen haben. Und da war mein Vater irgendwie anscheinend, weiß ich nicht, zu faul oder was weiß ich warum. Wir haben irgendwie zu Hause halt nur Deutsch gesprochen. Schade. Okay. Du hast ja gerade schon gesagt, dass du dann auch mal in Vietnam bist. Du warst ja auf einer Weltreise. In welchen Ländern und wo überall warst du denn da? Ja, genau, das war jetzt zuletzt, gerade im Herbst letzten Jahres, war es eine Weltreise. Es war so, also ich habe vorher mit meiner Freundin, eigentlich seit 11 Jahren jetzt fast mit meiner Freundin zusammen, und wir machen halt seitdem auch zusammen Urlaub, waren wir in den letzten Jahren fast nur in Asien unterwegs. Da kannst du ja wahnsinnig viel machen. Ja. Und es ist einfach zum Reisen super. Es ist unglaublich toll, da zu reisen. Und wir hatten aber jetzt mal Lust auf was anderes. Und ich war schon vor 8 Jahren oder so, war ich schon mal in Australien. Und seitdem wollten wir auch gerne mal nach Australien. Und wir wollten auch gerne in die Südsee, weil es da auch toll ist. Und dann haben wir halt ein bisschen geguckt, so wie macht man das denn in Australien? Und Südsee ist alles halt so wahnsinnig weit weg. Und dann kosten die Flüge halt schon so wahnsinnig viel. Und irgendwann kam meine Freundin drauf. Es gibt halt diese Around-the-World-Tickets, die sind jetzt nicht so wahnsinnig teuer, also die kosten schon eine Stange Geld, aber im Vergleich zu den Einzelflügen ist das nicht so teuer. Da bucht man halt praktisch so ein Around-the-World-Ticket, heißt das, und dann kann man sich so Stationen aussuchen und fliegt dann halt so einmal wirklich so um die Erde im Prinzip. Und das haben wir dann gemacht und haben dann Stationen, wir haben am Anfang nochmal ein paar Tage in Hongkong gemacht, so als Auftakt, und waren dann hauptsächlich in Australien und Neuseeland unterwegs. 4 Wochen Australien und 2,5 Wochen Neuseeland. Dann nochmal 1,5 Wochen Südsee auf den Cookinseln. Und dann noch USA an der Westküste. Auch nochmal 1 Woche. Mhm. Und das war also unsere Weltreise praktisch knapp 9 Wochen, diese verschiedenen Stationen abgeklappert. Cool. Das war doch bestimmt super. Das ist super gewesen. Ja. Das hat schon immer von uns auch so einen Schwerpunkt. Ich bin halt irgendwie so ein total sparsamer Mensch. Ich gebe halt für wirklich nichts viel Geld. Also ich habe tatsächlich kein Auto. Ich habe kein Auto, was Geld kostet. Benzin, ich fahre halt nur mit der U-Bahn und so. Und ich bin jetzt auch so, ich gebe halt irgendwie sonst nicht viel Geld aus. Und mein ganzes Geld, was ich habe, geht eigentlich wirklich für Urlaub immer drauf, jedes Jahr. So, alles, was ich spare, fließt immer in meinen Urlaub. Und das ist auch nicht, dass ich mir das vom Mund abspare. Ich bin einfach nicht, der irgendwie so viel Geld ausgibt, so für alles Mögliche. Und deswegen spare ich mir immer auf den Urlaub und mache dann halt immer einen tollen Urlaub. Und das war bis jetzt immer so. Und ich fahre damit eigentlich ganz gut so. Und gerade für so einen Urlaub habe ich natürlich schon eine Weile gespart, für so eine Weltreise zu sagen. Aber es hat sich dann auch gelohnt, weil es einfach so was Tolles ist. Was man halt ein Leben lang irgendwie behält. Ja, mit Sicherheit. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Hast du denn Geschwister? Ja, ich habe eine Schwester. Eine jüngere Schwester, 8 Jahre jünger als ich. Oh, okay, meine Schwester ist 7 Jahre älter als ich. Das ist ähnlicher quasi, Unterschied, ja. Ganz schön, es ist ungewöhnlich, halt so ein starker, so ein großer Abstand. Ja, aber ich habe eine Schwester, 8 Jahre jünger. Ja, gut, das ändert sich auch so ein bisschen, je älter man wird. Also am Anfang in den jüngeren.